Oh ja. Ja, das sind so Abschnitte. Ja, die gehen halt in die eigentliche Story des Spiels. Weil der Ezio ist ja nur der Vorfahre, ne? Ist ja klar vom Desmond. Aber ich spiele viel lieber in der alten Stadt. Das hier interessiert mich ehrlich gesagt weniger. Wobei das natürlich zur Story dazugehört, ist ja ganz klar. Aber das ist in den anderen Teilen, dann in ACB und so weiter, doch ein bisschen interessanter gestaltet. Das hier im realen Leben vom Desmond, sage ich jetzt mal. Hier ist das noch nicht so interessant. Später wird es immer interessanter und ACB kenne ich noch gar nicht. Da bin ich richtig gespannt, wie das ablaufen wird. Und, wie ist der Plan? Wir werden mal sehen, was du behalten hast. Komm mit. Ja, alles vermutlich wird er behalten haben. Ich meine, aber ja wirklich lange mal. Abstergo ist da draußen und sucht nach uns. Sie haben mehr Geld und bessere Ausrüstung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns hier finden. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit sein. Aktiviere bitte das Sicherheitssystem des Lagerhauses. Du musst selbst herausfinden, wie du die Sensoren erreichst. Hey, komm schon. Ein kleiner Tipp. Mach die Augen auf, Desmond. Warum will der gleich zu Beginn Tipp? Er hat doch noch nicht mal probiert. So. What the fuck? Okay. Er hat definitiv Halluzinationen. Ich sehe Dinge. Dauern die Halluzinationen länger als 30 Sekunden? Nein. Dann mach dir keine Sorgen. Das geht vorbei. So, wo ist der erste Schalter? Ach, da drüben. Und? Wie schlage ich mich? Du beherrschst jede einzelne von Ezios Fähigkeiten. Die Anpassungsrate ist fantastisch. Noch ein, zwei Tage und wir sind fertig. Na, wenn du das sagst. Gut, aber sag mir, warum Ezio? Warum Italien? Ich meine, wir hätten zurück zu Altair gehen können. Ihm durch seine Jugend folgen. Es fing mit 16 an. Ah, der gute alte 16. Er hat mein Zimmer gestrichen. Mit seinem Blut. Ich habe seine Dateien gecheckt. Vedic hat ein paar seiner Sitzungen markiert. Verschiedene Vorfahren, verschiedene Daten und Orte. Afrika, der Mittlere Osten, aber gegen Ende war er von Italien besessen. Schätze, er wusste von der Gruft. Also wenn ich das richtig verstehe. Aufzeichnungen fehlen. Und die, die wir haben. Nach allem, was die Templer ihm angetan haben. Nach allem, was ich ihm antat. Es ist alles durcheinander. Wenn wir 16 nicht so unter Druck gesetzt hätten, hätten wir unsere Antworten schon. Und er würde vielleicht noch leben. Also such dir nach dem Kodex und dem Gewölbe. Ich wusste, du hast einen Vorfahr in Italien, der im Zentrum der Sache steht. Was ich mich aber frag. Also, ja, jetzt habe ich aber irgendwie den Faden verloren. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich mich gefragt habe. Ich wollte doch vorhin was sagen. Aber die quatscht immer so viel Scheiße dazwischen. Vielleicht fällt es mir ja wieder ein. Ach so, jetzt weiß ich es wieder. Da ja quasi das der eine hat ja, also der aus dem ersten Teil, der Riddick, spricht man den Riddick? Ja, ich glaube so. Ja, so. Und hey, der Vollidiot. Gut, ich denke, wir sind fertig für heute. Ruh dich etwas aus. Lucy, was 16 passierte, war nicht dein Fehler. Du bist genauso gefangen hier wie ich. Danke. Gute Nacht, Desmond. Ich mag dich. Okay, sie mag uns, sehr schön. Was wollte ich denn jetzt? Die unterbricht mich ständig. Das heißt quasi, wäre das, was der Riddick sucht, woanders, also, ja, genau, woanders, dann würden wir gar nicht Ezio spielen quasi. Das heißt, wir hätten auch genauso irgendwo in Spanien einen Assassinen spielen können, wenn das, was er sucht, in Spanien wäre, oder wie? Irgendwie krass. Das macht Ezio irgendwie nur noch so, ja, Sinn zum Zweck irgendwie, ne? Aber egal, Ezio ist und bleibt cool. Ja, den Desmond hat es jetzt erstmal hingelegt, weil
Oder nee, doch nicht. Ach, gucke mal. Ich kann mich aber nicht bewegen. Ich kann mich nur umgucken. Pferde. Hallo? Was zum Teufel? Was ist das? Wo bin ich? Das ist Akon. Und Alter Ir. Wie zur Hölle. Ich bin nicht mal im Animus. Ich muss eingeschlafen sein und einen völlig abgedrehten Traum haben. Hab ja auch ewig nicht geschlafen. Sollte mich nicht überraschen. Oh yeah. Wir sind Alter Ir. Ich frage mich gerade, was man mit dem... Ach so. Das muss ein Ziel sein. Da mal hinterher. Eigentlich hätte ich dich schon erwischt, aber egal. Schön, Alter, hier mal mit der bisschen verbesserten Steuerung zu spielen. Normalerweise ist ja Assassin's Creed 1 ein bisschen... Ja, anders halt. Boah, ist die dumm? Alter, hast du das gesehen gerade? Na, warte. Guck mal, die ist voll irre. Die kann aber klettern, hey, das ist ein Wahnsinn, der. Die holen wir uns. Moment, da muss ich doch hoch, oder? Ja. Oh yeah. So. Aber das strahlend weiße Gewand von Alter hier hat schon auch was, muss man schon sagen. Aber mir gefällt die Kapuze von Ezio um einiges besser. Die hat einen geileren Schnitt. Die sitzt irgendwie cooler. Aber das strahlend weiß sieht bei Alter Ir verdammt gut aus, muss man schon sagen. Hey, die Frau aus Akon. Wie hieß sie noch gleich? Maria, ja. Was er wohl von der will? Wow, okay, das überrascht mich. Moment mal. Warum folge ich nicht Alter Ir? Ich sitze hier mit Maria fest. Oh, Scheiße. Das bedeutet, was für ein abgefahrener Traum. Oh ja. Kann man wohl sagen. Das heißt quasi, wir haben die ganze Zeit die Maria gespielt. Also irgendwie halt, ne, so. Obwohl wir Alter Ir waren. Ihr wisst schon, wie ich meine. Irgendwie, ja. Was wiederum heißen müsste, dass ein Vorfahre ist, aber das ergibt keinen Sinn. Zumindest kann ich hier keinen Zusammenhang erkennen. Tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber es wird spät und wir... Hey, alles klar? Ja, alles klar. Nur komische Träume. Gut. Dann mach dich bereit. Wir sehen uns gleich. Ah, schön, dass du auch mal kommst. Entschuldigung, lange Nacht. Was für ein Profi, was für eine Arbeitsmoral.
Lass ihn in Ruhe. Tja, entschuldige bitte, dass ich meine Arbeit machen möchte. Verrückt, was? Sean, bitte, das reicht. Okay. Der ist unsympathisch ohne Ende, Mann. Das muss man echt mal sagen. So unhöflich einfach nur. Als ob es er besser machen würde, wenn er an Desmond Stelle wäre. Ei. Manche Leute sind echt unsympathisch. Und dieser Sean bringt uns mal richtig auf die Palme irgendwann. Sicker-Effekt. Aha. Ich weiß noch nicht, was das für Blade-Dinger die ganze Zeit sind, aber egal. Die endlose Weite. Das pure Nichts. Alles weiß. Sieht irgendwie aus wie ein Dragon Ball seit der Raum von Geist und Zeit, ne? Ist ja auch alles weiß. Und endlos. Oh yeah. Venezia, meine lieben Freunde, wir sind angekommen in Venedig. No, la bella Venezia. So. Ach, und direkt vor uns eine Mission, ne? Wie schön ist das denn? Hallo? Messer Da Vinci. Ja? Buongiorno. Willkommen, ich bin Alvise. Signor Donner bat mich, euch zur Werkstatt zu geleiten. Seid ihr bereit? So, jetzt bekommen wir eine kleine Tour durch Venedig. Venezia. Welcher andere Ort ist so schön, so stabil, so perfekt? Keine Ahnung. Kommt, ich zeige euch ihre Wunder. Unser erster Halt? Die Rialto-Brücke. Seht, wie elegant sie sich über den Canale Grande spannt. Ein Symbol für den Stolz und die Einheit Venedigs. Lasst uns weitergehen. Da wären wir. San Giacomo di Rialto. Die älteste Kirche Venedigs. Ist sie nicht wundervoll? Ja, absolut. Magnifico. Weil der Baum steht aber gerade im Weg. Aber ansonsten schön. Keine andere Stadt kann es mit den Märkten Venedigs aufnehmen. Seien es Tücher oder Gewürze aus nah und fern. Es gibt... Du solltest doch zu Hause bleiben. Aber die Miete ist bezahlt. Ich habe das Recht, hier zu verkaufen. Emilio sieht das anders. Nein, nicht! Halt! Setzen wir den Rundgang woanders fort. Naja. Venedig mag schön sein, aber hier geht's genauso zu wie in allen anderen Städten. Wenn nicht sogar schlimmer. Hä? Ah. Schau, ist das nicht fabelhaft? Würdest du mir das kaufen? Ich habe mein Geld bei meinen Sachen gelassen. Hey, pass doch auf, verdammt! Naja, der hat unsere Geldbörse geklaut. Was? Er verfolgt sie gar nicht? Ich dachte, jetzt kommt direkt eine Verfolgungsjagd. Okay. Leute,